Ja, ist so. Ja, ist so, ja, genau, ist so. Ja. Wie ich das liebe, ist so. Kann das sein, dass es gerade wieder dunkel wird? Ja. Ach, wie toll. In der Tat. Wo wir wieder bei Indeed wären. Das finde ich aber jetzt gar nicht lustig. Was ist nicht lustig? Naja, dass es schon wieder dunkel wird. Oh. Ich dachte, du bist eh in deinem Schacht. Na, der ist ja noch nicht tief. Und ich habe keine Fackeln, doch habe ich wohl. Zumindest eine, yippie. Way. Eine. Ja, eine ganze. Wahnsinn, ne? Gigantisch. Ja, finde ich auch. Ja. Ganz super toll. Und was machen wir so? Hier so. Gehe mich jetzt dann wieder hier runter in meine Kobbelmine. Deine Kobbelmine, okay. Ja, das ist Auch das. ein wenig lächerlich, dass du dir eine Mine anlegen musst vom Kobbel. Ja, tatsächlich ist das so, aber nun. Mein Handy klingelt. Ja, dann geh doch ran. Mach ich doch auch. So. Wir brauchen Fackeln. Eine Fackel der Rites. Yippie, yeeha. Da war sie verschwunden. Zwei, drei, vier, fünf, sechs.
sie kommt gar nicht mehr wieder. Gott sprach, es werde Licht. So. Eins, zwei, drei. Oh, der Herr Einzelunterhalter. Ja. Au. Was auch. Was auch? Naja, ich bin hier runtergefallen und mal wieder. Ja, bin Mr. Kunibert in die Arme gefallen. Ach so. Und Onkel Creeper. Ah ne, Onkel Kunibert und Mr. Creeper. So war's. Okay. All die, weil hier unten eine Höhle ist. Aha. Aber das habe ich schon beim Ausloten gestern festgestellt. Dass da eine Höhle ist. Dass da eine Höhle ist, ja. Oh. Mit jeder Menge. Oh, hier ist sogar ein richtiger Canyon. Ist das schön. Ist ja auch nichts Neues. Wissen wir ja schon. Nö. So, von da oben bin ich runtergefallen. Das ist scheiße. Nö. Also nachher habe ich auf jeden Fall genug Cobblestone für dich, wenn du welchen brauchst. Ah, das ist schön. Weil es bleibt ja viel über beim Treppenbau. Ja. Das stimmt wohl. Ich verbreite hier auch gerade meine Treppe nach unten, dann muss ich hier nicht... Du brauchst das immer noch für deinen Übergang da, ja? Ja. Okay. Immer noch. Das ist ja auch schon wieder so ein Mammutprojekt. Ja, so wie der Übergang in der alten Welt. Ja. Aber ich glaube, der ist nicht ganz so lang hier. Nee, der ist kürzer. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, man kann ja da noch was dranhängen, dann der ist... Dranhängen. Schon wieder denkst du. Gar nichts. Ja, genau. Dass du immer denkst, dass ich an irgendwas denke. Denk nicht, dass du an was denkst. Ich gehe davon aus. Hui, creepy creep. Hui. Was machst du denn schon wieder hier? Ja, ich weiß ja nicht, wie du hier hochkommen sollst, ne? Auf dich warten. Nö. Ich habe ihn gerade umgehauen, bevor er mir um Keks geht. Ach so, na dann. Mal schnell die Kohle hier abbauen. Du willst Kohle abbauen. Naja, habe ich ja schon. Dann kann ich den Durchgang hier zumachen. Dann kommt von der Seite schon mal keine Viecher mehr. Ach, ja. Ein Euro. Das ist nämlich ein bisschen nervig, wenn du am Bauen bist und andauernd kommen irgendwelche Viecher hier. Ja. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen, in der Tat, ja. Ja, du hast ja auch schon genug Treppen nach unten gebaut. Ja. Das ist schon. Oh, jetzt hetzt die Alte doch nicht, die kommt doch bestimmt gleich runter. Was? Ja, das ist...
Man war schon alt. Die polnische Pflegekraft unserer Vermieter. Ach so. Wir haben da so eine tolle Klingel eingebaut, dass wenn halt irgendwas ist, dass es dann quasi klingelt, dass die Alte weiß, dass sie runterkommen muss. Ah, okay. Und wenn sie es dann ganz dringend haben, dann wird dann halt 2, 3, 4 Mal draufgedrückt innerhalb von kürzester Zeit. Okay. Also so quasi, in der Zeit kannst du noch nicht mal vom Stuhl aufgestanden sein, dann klingelt schon das 2. Mal. Also Sturmklingeln im Prinzip. Ja. Super. Braucht ja kein Mensch. Ja, mei. Wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt so manche Dinge, die manche Leute tun, wo ich schon aufgegeben habe, versuchen zu verstehen. Genau. Okay. Von dem her. Ja, was willst du machen? Alte Leute? Unter anderem. Im Speziellen unsere Vermieter. Ja, ja. Wobei ich ja prinzipiell nichts gegen alte Leute habe, um Gottes Willen. Nein, ich auch nicht. Aber es gibt alte Leute und alte Leute. In der Tat, ja. Und von dem her. Oh, mein Mann kommt jetzt dann gleich zur Tür rein. Ich meine, ihn gehört zu haben. Wir begrüßen ihn alle mit einem Hallo, Schatz. Können wir jetzt bloß vor der Haustür reden, oder? Ich meine zumindest, dass es seine Stimme ist. Weil es ziemlich Panne wäre, wenn ich nicht mal mehr die Stimme meines Mannes erkennen würde. Sehe ich auch so, ja. Kennst du das, wenn man Geräusche hört, dass sich hier jemand bewegt und man sieht ihn nicht? Und jetzt habe ich ihn gesehen, das ist ein Creepy. Ja, doch, er redet mit irgendwem. Das bloß nicht mit wem? Mit deinem Vermieter. Haha! Nein, weil die Stimme erkenne ich auch. Okay. Mit deinem Hausfreund. Freund? Ja, der konnte gerade noch zur Tür raus und hat dann draußen abgepasst. Nicht? Nö, ich keine Ahnung. Oh, hätte er sein können. Hallo, Schatz. Na, sag ich doch. Hallo, Schatz. Ja. Mein Gott, lass mich doch Hallo, Schatz sagen. Oh, Creepy Creep. Was ist denn hier los, Mensch? Was sagst denn du, wenn deine Frau nach Hause kommt? Hallo, Schatz. Was siehst du? Ich habe ja auch nicht behauptet, dass Hallo, Schatz verkehrt ist. Nö. Auch nicht behauptet, dass du es behauptet hättest. Ich sag ja auch immer, wenn du ins TS kommst, Hallo Schatz. Tust du das? Hä? Wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ist ganz was Neues. Ich hasse Gravel, ich hasse Gravel, ich hasse Gravel. Das hängt davon ab, ob Jörg mich kurz gehen lässt. Och, geh du mal ruhig, um Gottes Willen. Hey, Creepy Creep, das gibt's doch nicht, schon wieder einer. Selbstverständlich darfst du kurz ein Nikotinstäbchen zu dir nehmen mit deinem Männer. Das ist doch fein. Ja, und tschüss. Bis noch, er zieht sich noch um. Ach so, also, okay. Dann weiß ich auch nicht, wie viele Zigaretten er noch hat. Gegebenenfalls müsste man da noch entsprechend vorbereiten. Ja. Ach
Ja, da will man nur ein kleines Treppchen nach unten bauen. Das nimmt schon wieder Ausmaße hier an, du. Immer derselbe Mist. Wundert es dich? Nein, aber ich mag diese langgezogenen Treppen nach unten nicht mehr. Das ist einfach doof. Deswegen wollte ich ein Treppenhaus bauen. Jetzt dauert das schon wieder Ewigkeiten. Weil wegen? Na, weil hier so viele Ressourcen sind und Höhlen und, ne, und Creeper andauernd und... Ach, das geht hier bei meiner Koppeltreppe eigentlich ganz gut. Wobei ich da auch kein Treppenhaus baue, sondern einfach nur eine langgezogene Treppe nach unten. Ja, das ist ja okay. Habe ich am Anfang auch gemacht. In dieser Welt. Aber irgendwann stört es einen halt. Sie kennen das. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, im Moment ist das hier alles so... Dann unten eh so toll, weißt du, kommst du unten an und dann darfst du nicht geradeaus buddeln. Und wenn du dann geradeaus buddelst, dann stehst du noch zwei Blöcken in der Lava. Okay. Ja, weil die kommt dann so von oben runter gedripselt, weißt du? Na super. Soll ich mal wirklich was machen? Asian. Ach ja. Ja. Ja, so ist das. Ei, scheiße. Dacht man nicht. Doch, meine Spitzhacke ist schon wieder im Arsch. Spinni. Den Tipp, du solltest sie da vielleicht rausnehmen. Was?